zum nächsten Teil meines Fallout-Tutorials zu den Perks. Jetzt geht's um Wahrnehmung. Da lernen wir, können wir am Anfang mit einem Wahrnehmungspunkt bereits Taschendiebstahl erlernen. Da kann man dann ja später sogar ausgerüstete Waffen und zum Schluss alle ausgerüsteten Gegenstände stehlen. Ähnlich wie man das vielleicht aus Skyrim schon kennt. Mit Stufe 2 dann als Gewehrschütze, das ist natürlich wichtig für alle, die nicht automatische Gewehre bevorzugen, zum Beispiel Scharfschützen. Da macht man am Anfang 20, dann 40% mehr Schaden und ignoriert nach und nach dann auch die Rüstung des Gegners. Nachher dann mit Stufe 3, allerdings braucht man dann auch Level 31, zum Beispiel kann man dann den Gegner verkrüppeln. Und dann zum Schluss, ja, ignoriert man bis zu 30% der gegnerischen Rüstung, man macht doppelten Schaden und hat eine 2% erhöhte Chance auf Verkrüppelung. Ja, dann mit 3 erhält man Aufmerksamkeit. Da kennt man dann die Schwachpunkte seiner Feinde, das kann man lernen oder eben nicht. Da gibt es nur einen einzigen Punkt, das ist gerade für Leute, die neu einsteigen, gar nicht schlecht. Man kann dann die Schadensresistenzen im Watch sehen, sieht, welche Waffe ist jetzt hier vielleicht die am besten geeignete. Und wo sind die Schwachpunkte der Gegner? Das ist, ja, für die, die den ersten Durchlauf machen, sicherlich sehr, sehr interessant. Schlossknacker kommt dann als nächstes. Damit kann man halt fortgeschrittene Schlösser knacken. Das ist nicht wie in früheren Teilen, dass man grundsätzlich alle Schlösser knacken kann. Es zerbrechen nur die Dietriche schneller. Nein, man muss das wirklich lernen. Mindestens bis Stufe 3, dann kann man wirklich alle Schlösser knacken auf Meisterstufe. Und ja, je mehr man lernt, umso leichter wird das Ganze dann auch. Und dann in der letzten Stufe, dann brechen die Hackklammern nicht mehr durch, Dietriche. Allerdings, ob das wirklich zu empfehlen ist, ich weiß nicht, das kommt sehr darauf an, ob einen die Dietriche wirklich knapp werden. Das konnte ich bisher nicht beobachten, da man hatte eigentlich genug. Wenn man nicht gerade sehr ungeschickt ist, notfalls kann man ja vorher speichern, wenn es knapp wird. Ja, dann mit 5 Punkten. Dann machen Sprengstoffe mehr Schaden, hier am Anfang bis zu 25% und man kann sie dann an Laborstationen herstellen. Dann bis zu 50% und man kann die Flugbahn seiner Granaten schon vorher sehen, bevor man sie wirft. Das ist auch sehr nützlich da eigentlich. Und dann ab Stufe 3, damit zum Level 22, hat man dann einen größeren Bereich Schaden. Also man trifft im Falle möglicherweise mehr Gegner mit Mal. Ja, dann in der letzten Stufe macht man doppelten Schaden und in Watts abgeschossene Minen und Granaten explodieren auch halt mit doppelten Schaden. Dann ab Level 6 Nachtmensch, das ist für die, die gerne nachts unterwegs sind. Ja, zwischen 18 und 6 Uhr enthält man mehr Intelligenz und Wahrnehmung. Und dann in der zweiten Stufe erhält man sogar Nachtsicht, wenn man schleicht. Dann mit 7 Punkten. Dann hat man Energieresistenz, das zählt also gegen Energiewaffen, Laserwaffen und so weiter. Das kann man bis zu 50 Punkte steigern. Ja, das bedeutet dann ungefähr, dass man nur noch die Hälfte an Schaden nimmt. Als Scharfschütze, das ist natürlich dann wirklich interessant, beim Zielen mit Zielfernrohren kann man den Atem länger anhalten, man ist also ruhiger. Dann in der zweiten Stufe kann man dann Ziele zu Boden werfen und in der dritten Stufe enthält man 25% Präzision auf Kopftreffer im Mods. Das ist also für Scharfschützen der Must-Have-Skill schlechthin. Dann mit 9 Punkten Wahrnehmung. Man kann sich kein Gegner mehr verstecken, denn selbst blockierte Körperteile, also wenn da zum Beispiel eine Wand ist und so weiter, man kann trotzdem dadurch zielen und quasi durch die Deckung des Gegners schießen, hat allerdings eine etwas geringere Präzision, zumindest am Anfang, denn nachher später auf der zweiten Stufe verringert sich die Präzision nicht mehr weiter. Und zum Schluss massiertes Feuer. Wenn man auf dasselbe Körperteil im Watts zielt, also dreimal hintereinander zum Beispiel auf den Kopf, erhält man jedes Mal einen Präzisionsbonus, am Anfang 10%. Und nachher zum Schluss bis zu 20% und dann erhöht sich die Präzision, die allgemeine, nochmal extra um 20%. Also auch absolut der Hammer, besonders wenn man mit Waffen, mit kleineren Waffen zuhaut, wo man mehrmals hintereinander schießen kann. Ja, das war das Tutorial zur Wahrnehmung. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten wieder mit dabei. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Playlist. Bis gleich.